Wasser ist die natürliche Grundlage allen Lebens. Obwohl es die häufigste Substanz auf der Erde ist, sind nur 2,5% davon Süßwasser und somit als Trinkwasser geeignet. Der Rest ist in den Weltmeeren verteilt. Lange Zeit galt es als Tugend, sparsam mit dem Lebensmittel umzugehen. Wir haben, sagen wir mal, vor ungefähr 15 Jahren mit dem Thema Regenwasserbewirtschaftung begonnen. Erst mit Versickerungsanlagen, Regenwassernutzungsanlagen und insofern schon sehr viele gute praktische Erfahrungen gesammelt. Doch plötzlich ist alles anders. Eine weitere Reduzierung des Wasserverbrauchs sei nicht sinnvoll, sagt der Branchenverband der Deutschen Energie- und Wasserwirtschaft, BDEW. Was ist passiert? Deutsche Umwelttechnik gilt als mustergültig. Bei einem führenden Hersteller von Umweltsystemen im Süden Baden-Württembergs ging dieser Tage sogar ein modernes Prüf- und Entwicklungszentrum mit allen Schikanen in Betrieb. Abscheider, Regenwasser und Kläranlagen werden einem Härtetest unterzogen. Speicher, Filter und Pumpen, Steuerung und Leitungssysteme im Gesamtzusammenhang überprüft. Wir propagieren nicht nur eine moderne Wasser- und Regenwasserbewirtschaftung, wir halten uns selbstverständlich auch an die Anforderungen, die uns gestellt werden. Das bedeutet, dass nicht mehr wie 2 Liter Wasser pro Sekunde dieses Grundstück verlassen dürfen, um dann in die Kanalisation eingeleitet zu werden. 2 Liter pro Sekunde? Was technisch möglich ist, lässt andernorts Wasserversorger fürchten, dass ihre Kanäle trockenfallen, verstopfen oder der Korrosion anheimfallen könnten. Der Aufwand für die Instandhaltung ist groß. Es gibt auch, das muss man ganz ehrlich eingestehen, in Kommunen oder auch bei Ingenieuren, sagen wir mal, durchaus Widerstände gegen diese neue Technik aus verschiedensten Gründen. Oder sollte es am Ende nur um die Wasserrechnung gehen? Die Finanzierung eines milliardenteuren Entwässerungssystems, dessen Sanierung immer aufwendiger wird und mit einer permanenten Erhöhung der Gebühren bezahlt werden soll? Ja, das klingt absurd. Man hat da früher einfach große Leitungen gelegt. Die sind heute zu groß. Man wusste das nicht besser. Heute versickern wir zu Recht das Regenwasser. Es ist Ressource für die Natur, fürs Grundwasser. Ergo sind dann die Mengen nicht mehr im Kanal und der Kanal ist zu groß. Dann heißt es, muss man spülen. Wasser, ich meine, das haben wir jetzt schon tausendmal gehört, ist der wichtigste Baustein des Lebens auf unserem Planeten. Wenn Sie eine Waschmaschine vor 20 Jahren gekauft haben oder heute kaufen, brauchen die Waschmaschinen einfach von vornherein schon 10, 20 Liter weniger. Man kennt das Gleiche von der Energieseite, dass man jetzt andere Energiesparleuchtmittel einsetzen möge. Und wir erwarten einfach, dass das auch umgesetzt wird. Es gibt mittlerweile die Aktivitäten auf der Ebene der EU, den Trinkwasserbedarf in Europa zu reduzieren von derzeit durchschnittlich 130 Liter auf 80 Liter pro Person und Tag. Die sollten einfach nicht ignoriert werden. Dabei haben die Ballungsräume der Industriestaaten alle mehr oder weniger dieselben Probleme. All cities have many of the same problems. How do you get people around? Das betrifft den Verkehr, Energie, die ohne Umweltverschmutzung zu vernünftigen Preisen zu haben sein soll, aber auch den Umgang mit Müll und Abwasser. Wenn es ums Energiesparen, Abfallprobleme und ökologische Entwicklungen geht, ist Deutschland sehr fortschrittlich. Deshalb schicken wir die Leute ja auch dorthin. Versickerungs- und Regolensysteme leisten ihren Beitrag dazu, Schmutz und Oberflächenwasser von der Straße nicht einfach in den nächsten Vorfluter strömen zu lassen. Die Strategie geht dahin, das Wasser zu verlangsamen. Hier haben wir ein Überlaufsystem, das dem Regenwasser Zeit verschafft, damit es im Boden versickern kann. Bei wirklich reichlich Niederschlägen fließt hier alles in den nächsten Creek. Wenn wir dann nicht das Versickerungssystem hätten, würde das Wasser wie eine Fontäne in den Vorfluter schießen und alles davonschwemmen. Unweit von hier in Near Bay wacht der Indianerstamm der Maka mit eigenen Biologen über den Zustand seiner Gewässer. Der Dorfkrieg hier ist ein wichtiges Laichgebiet für die Fische. Wir kontrollieren ständig die Wasserqualität. Die Natur ist so nahe an der Zivilisation schnell aus dem Gleichgewicht gebracht. Climate change is something that's very evident to us here in Near Bay. The patterns of weather are different now.
Tatsächlich macht sich auch der Klimawandel durch erhöhte Trockenheit bemerkbar. Wir haben sämtliche Quellschüttungen im Blick und stellen einen permanenten Rückgang durch die gestiegenen Temperaturen fest. Wir sind hier zwar nahe am Pazifik, aber wir haben keine ausreichenden Grundwasservorkommen. Also beziehen wir unser Trinkwasser aus Oberflächenwasser. Normalerweise haben wir auch im August und September noch genug Regen, aber einmal, ich glaube 2006 war es hier, bis in den Oktober staubtrocken. Das brachte uns in Not. Ich glaube, dass wir momentan eine Art Misswirtschaft betreiben. Wir bereiten zwar alles als Trinkwasser auf, aber wir trinken nicht alles, sondern waschen auch unser Geschirr, unsere Wäsche und unsere Autos damit. Ich denke, dass wir in Zukunft innovativer sein müssen, mit der Rückhaltung von Regenwasser und indem wir das Brauchwasser besser nutzen. Bleibt mal wieder das Staunen über Technik, die im Ausland hohes Ansehen genießt, im eigenen Land aber aus taktischen Gründen auch ganz gern mal beiseite gelassen wird.